So, erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mich dazu entschieden, ein kleines YouTube-Video zu machen mit meiner Diät jetzt. Nach dem Urlaub habe ich alles ein bisschen schleifen gelassen und dann war noch der Online-Shop da, wo viel Zeit benötigt hat und auch so relativ viel zu tun. Deswegen, und ich hatte auch keine Lust gehabt. Ich habe mir noch einen kleinen Spickzettel gemacht, dass ich an alles denke, was ich sagen wollte jetzt. Also wie gesagt, es dreht sich um ein kleines Transformationsvideo. Ich habe jetzt um die 124 Kilo und fühle mich im Moment einfach zu dick und würde gerne ein bisschen Körperfett verlieren. Und da wollte ich euch mitnehmen und euch mal zeigen, wie schnell das funktionieren kann oder auch halt nicht. Ich werde es im Moment so machen, dass ich 3 Low-Carb-Tage habe und einen High-Carb-Tag, wo ich dann die Glykogenspeicher wieder fülle. Das Kaloriendefizit stelle ich auch nur über die Ernährung her, also Cardio kommt erst in der Zukunft dann dazu. Im Moment jetzt noch nicht. Noch einen Formcheck filmen und auch mein Gewicht nochmal festhalten. Im Moment zeige ich mich relativ ungern, weil ich halt mich viel zu fett fühle, aber ich denke, das muss halt auch gezeigt werden, dass man dann einen Vergleich hat auch, wenn ich jetzt halt abnehme und auch um euch zu zeigen, wie schnell das funktioniert. Wir werden auch noch Videos machen, wo wir dann euch einen Tag mitnehmen, jetzt halt an einem Low-Carb-Tag und an einem High-Carb-Tag, also wie das dann so aussieht. Und ich werde euch auch noch die verschiedenen Supplemente vorstellen, die ich benutze und eventuell auch im Training. Im Moment ist es halt relativ schwierig, weil ich meistens alleine trainieren gehe und dann habe ich halt keinen, der wo filmt, aber in der Zukunft wird da auch dann mehr kommen. So, jetzt habt ihr meine fette Plauze gesehen. So sieht man aus, wenn man 2 Monate eigentlich nur Scheiße frisst. Dementsprechend trainiert, also 2-mal die Woche oder so. Und ja, aber ich verspreche euch, ich werde mich wieder dran halten und ihr werdet in naher Zukunft Ergebnisse sehen.